Hey, Mikrofon. Ja. Okay, also, so bevor die Runde anfängt, nochmal deutlich Props für deinen Namen, Digga. Also, ich glaube, ich werde mich jetzt auch in Tobias Argometer umbenennen. Also, ist auf jeden Fall ein gutes Konzept. Okay, dann viel Spaß. Alter David Hantl, dein Ernst, dein Name ist ganz schön pervers. Wär das die RBA, dann wär das wohl ein Scherz. Und wär das die RBA, dann wärst du Spaß, den nicht drin. Verstehst du, weil du bist der Scheiß und so. Du und deine Freunde bei Try Hard Records, denkt ihr macht geilen Rap, doch macht bloß im Internet auf geil. Junge, Finger weg vom Mic. Denn deine Tracks haben zwar die Originalität eines Toasters, aber Hauptsache immer gut gereimt. Yeah, und jetzt mach Platz für meinen Homeboy, du Nigger. Sheesh. Fotze, wieso rappst du so unmotiviert? Ich glaube, der Hurensohn ist deprimiert. Wäre er mal motiviert, würde er sich umbringen. Womöglich von der Autobahnbrücke springen. Blut erspritzt, Knochen durchbohren die Haut. Wird aber nie passieren, weil die Fotze sich nicht traut. Nee, sie beerdigt dich jetzt für dich. Und hiernach weiß jeder, du warst nur eine Bitch. Ey David Hantl, jetzt zeige ich dir etwas, was du in deinem Leben nie zustande bringen könntest. Und zwar Flow-Variation und Musikalität, du Bitch. Alter, mach nicht auf hart. Du hast in der Muckibude schon alle Schwänze gekaut. Du rappst so monoton und schläfrig, man denkt, du hast Benzos missbraucht. Ah, dass du keine Handeln brauchst, ist einfach klar, denn du hast nur noch die Handjobs, breite Arme. Du lässt dir von Stagnierungs gern den Hosenboden wegziehen und verlierst dir zu null, dank monotonen Rap-Stils. Ah, ich bin dir Meilen voraus. Da du neben deinem Monoflow nur billige Reime gebrauchst, würdest du rappen wie die Kuh, dann würdest du aufhören. Tja, tust du nicht, denn selbst der hat mehr Variation als du.